Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video geht es um das Produkt Extreme Whey Deluxe von der Firma Body Attack. Es ist eines der bekanntesten Eiweißprodukte. Es ist sicherlich auch eines der beliebtesten Eiweißprodukte auf dem Markt. Und das ruft natürlich danach, einfach mal zu schauen, was ist hier denn so enthalten? Wie gut ist dieses Produkt denn wirklich? Die Zusammensetzung dieses Produkts besteht überwiegend aus dem Whey-Isolat und zum geringeren Teil aus dem Whey-Konzentrat. Das heißt, das ist schon mal sehr positiv zu beurteilen, dass wir hier eben so einen hohen Isolatanteil haben, denn das ist letztendlich die Eiweißquelle, die sehr schnell zugänglich ist, die direkt nach dem Workout und direkt nach dem Aufstehen auf jeden Fall benötigt wird. Es besteht insgesamt aus 5 verschiedenen Eiweißfraktionen. Wir haben 2 Isolate drin und 2 Konzentrate. Die wurden jeweils aus einem Filtrationsverfahren und aus einem Ionenaustauschverfahren gewonnen. Das heißt, wir haben einmal ein natürliches Herstellungsverfahren und einmal ein chemisches Herstellungsverfahren. Und die 5. Eiweißfraktion ist ein Whey-Hydrolysat, also eine ganz besonders schnell zugängliche Eiweißquelle, die sicherlich nach dem Workout auch nicht fehl am Platz ist. Alles in allem haben wir hier einen Eiweißanteil, der liegt so ungefähr laut Internetquellen immer bei 82-83%. Ich muss allerdings hier dazu sagen, dass mein Produkt, das ich hier gerade in der Hand halte, einen Eiweißanteil von unter 75% hat. Ist der Geschmack Vanille Cinnamon Cream, also Zimt, Vanille. Ich bin da ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, dass der Eiweißanteil unter 75% liegt. Da sind wir natürlich beim Produkt, was sich letztendlich als Premium-Produkt bezeichnet, doch relativ schwach auf der Brust. Also unter 75% Eiweißanteil bei der Preisklasse, bei einem Premium-Produkt, finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist meine Meinung, sehr schwach. Der Anteil an Kohlenhydraten liegt hier etwa bei 8%, der Anteil an Fett liegt ungefähr bei 4-5%, alles natürlich je nach Geschmacksrichtung, da gibt es ein paar Unterschiede. Relativ stark sind wir hier in puncto BCAAs, in puncto Glutamin, da haben wir tatsächlich sehr starke Werte, sehr starke BCAA- und Glutaminwerte, das heißt in puncto Aminosäuren sind wir hier sehr gut aufgestellt. Die 30 Gramm Portion, also solch ein Messlöffel, liefert dir hier bei diesem Produkt 22 Gramm Eiweiß, wovon 4,7 Gramm BCAAs sind und 5,3 Gramm Glutamin sind. Das heißt, wir haben hier relativ starke BCAA- und Glutaminwerte auch auf die einzelne Portion runtergebrochen. Also ein zusätzliches Dazutun von Glutamin oder BCAAs ist hier bei diesem Produkt nicht nötig. Ganz ehrlich möchte ich auch noch dazu sagen, dass ich diese Zutatenliste bei dem Produkt ein bisschen lang finde. Wir haben hier sehr viele Wortgespenster, die sicherlich dem Laien nichts sagen werden und die eventuell auch abschreckend wirken können. Als beispielsweise hier Nicotinamid. Der Laie weiß sicherlich nicht, was es ist und ich gebe es zu, ad hoc, ich weiß es auch nicht, da muss man natürlich nachschauen. Wir haben hier allerdings auch Verdauungsenzyme drin, also nicht alles das, was hier an langer Liste draufsteht, ist unbedingt als schlecht zu beurteilen, aber es sind tatsächlich auch so ein paar Wortgespenster drin, die dem Laien nichts sagen. Das kann unter Umständen abschrecken. Wo wir hier auf jeden Fall ein ganz dickes Plus haben, ist puncto Geschmack. Die Geschmäcker sind vielfältig, die Geschmäcker, die sind alle gut. Ich kenne hier ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen und muss echt sagen, da kann ich kein schlechtes Haar dran lassen. Saisonal haben wir hier verschiedene Aktionen. Im Sommer wird es immer sehr fruchtig, im Winter wird es immer weihnachtlich. Das heißt, saisonabhängig haben wir hier verschiedene Aktionen, wo verschiedene Geschmäcker auf dem Markt sind. Auch das ist eine klasse Sache für denjenigen, der eben sagt, Geschmack ist ihm sehr wichtig, da gibt er sehr viel drauf. Der ist mit diesem Produkt hier sicherlich ganz gut beraten. Ganz gut beraten ist auch derjenige, der sagt, er legt wirklich viel Wert auf ein Produkt, was made in Germany ist. Und er ist auch bereit, für ein Premium-Produkt einen entsprechenden Preis auszugeben. Der 2,3 Kilo Eimer hier, der ewig hält, der kostet so um die 55 Euro. Da gibt es sicherlich auch günstigere Produkte. Wie gesagt, hier sind wir preislich betrachtet in der Premium-Klasse. Wem es das wert ist, der schlägt hier sicherlich auch zu. Den Link zu diesem Produkt findest du unterhalb von diesem Video. Das war's dann soweit von mir zum Extreme Whey Deluxe hier. Ich freue mich auf das nächste Video. Du siehst mich im nächsten Video und unter ilovebodybuilding.de. Das war's dann soweit von mir. Viele Grüße, Simon.